Banane! Wir sind das Opfer. Banane muss gegen den Gewinner hier von stehen. Von dem beiden. Du musst gegen den Mutter auch. Das hat die Würfel noch. Two.
Du musst gegen Banane spielen. Sishlorm. All right. How do you say that? Sichlor? Constant. Pokemon. In German, in English, it's called Skyfall. Skyfall. Never heard of him. Gen 1. No. Skyfall? No. Scyther. Oh, Scyther. Scyther, yeah. Awesome. Great Pokemon, actually. Later becomes Scizor in Gen 2, I think, right? Scizor. Scyther.
Cypher. But I think Cypher. All right. Yeah, I agree with that. Insect. Yeah, because Cypher is like steel, I think, right? Yeah. All right. So what's happening in this match? Yeah. Okay. Easy edge guard. Banana plays up. Yeah. He normally plays Pikachu these days, right? He's got a Samus, he's got a Pikachu. He's seen his Falco before, really clean. Like, that was the first thing I ever saw Marmolada play was a Falco, actually. And he whooped my ass. It was Falco Ditto, as you might expect. Nice, savage, F smash. Yeah. What's happening now? Okay, edge guard scenario, and he quits out. Yeah. Two stock. That was game one? Yeah. Alright. One for Rivka. I took a game off Rivka. Did you see that? Yeah. That's crazy, man. Yeah, I clipped him with like three F smashes on Yoshi's, so. Alright. FD, counter pick. And his mouth was on. Yeah. Jeez. I mean, I had to just like adjust in the middle, you know, and I was not expecting that. And also, I'm so used to. Yeah, awesome. Sweet combo by Marmolada. Right. Got that kid combo. Oh, charge F smash. And I can't. Doesn't stay on the edge, so. Alright. Okay. Yeah, slicing him up. Slicing and dicing. But. Rifka gets the reversal. Rifka putting the pressure on, but. Gets the grab. Grabs again. Alright. Oh man, takes it to the face there, just pushed him right to the side, and yeah. Alright, just us, huh? Yeah. And Sishlor, yeah. And Silfaka, who's Silfaka? This one, Commander Root? Commander Root is a bot. Is a bot, alright. Nice. Subscribed. Does that mean they pay? You guys earning money with this? They use money. Yeah. Who takes the money? We make this for upgrade. Nice. Awesome. Yeah, so you guys upgraded it a lot recently anyway, right? So, we need to pick the screen PC. Oh, right. What is this? This is your laptop, huh? This is my laptop. Oh, yeah. But it works okay, or? On the PC, we can stream with 60 FPS. Oh, okay. Okay, what are we streaming here? 13. All right. Yeah, that's not nearly as good. Yeah. Yeah. What's wrong with the PC? The main board. Oh, yeah. That's the biggest problem. You need like $150 or something to replace it? Like, oh, yeah. Yeah, right. We gotta schedule a tournament now too. Oh, this game's pretty close. Like, Marmolada's happy with his choice to go on FD. Yeah, spacing him out. All right. Oh, and he gets forward aired, and nice needle. Yeah. All right. All even. Last stock. What's gonna happen? Yeah. Game two. All right. Yeah. Swinging and missing. Swinging and missing. Oh, they're kind of pushing each other around in the neutral game here. It's like. All right, I'm just gonna get the opening. Really touchy stuff. All right, Rivka's on him, Rivka's on him, yeah. And with that awesome looking down air, that's so cool. Okay, now what? Okay. And Marmolada really needs this here, doesn't wanna go down 2-0, but yeah, Rivka in control, and okay, this could be it. What's gonna happen? Right, a grab. And now it's a force smash. Oh, but the drift back. It's perfect. And neutral air to shield. And with the down air. Yeah. No. Oh, missed the grab. Oh! Oh my god. Insane. The spot dodges. Well, it's like they're dancing capoeira or something, you know? It's like they're barely missing each other. And it's like. Yeah. It does it. All right. Marmolada down. 2-0. 0-2. Yeah. Rivka's happy though. Straight back to FD. Yeah, he was happy with the stage choice. Just couldn't clutch it out in the end. Like,
All right, I'm with the homie stock. Even Stevens. Yeah, man. What was that? You guys remember that television show, Even Stevens? Did you guys have that over here? It was like a Disney Channel show. We don't have. You know, Disney Channel. Missing out. Christy Carlson Romano. It's the 22-year-old girl or something who played this 15-year-old girl on the TV show. Yeah, and the last day I looked, watched the Disney XD channel on Netflix. All right. Serious. Gravity Falls. Gravity Falls. I heard good. This is a cartoon, isn't it? Yeah. Is it, but it's very. It's funny, huh? Is it kind of like for adults or is it? It's like a mystery. Oh. Funny. All right. Nice and comfortable here today down at the Yaden Donerstag. Yaden Donerstag. It's air Americanish. Donerstag. Donut tog. It's a donut day. Tag your donuts. Yaden times. But it also can call Donerstag. Donerstag. Yeah, that's true. Yeah, let's get a doner. Like, oh man, the needles. The needles. He's slicing and dicing. Alright. He tosses him in the air. Oh, he's getting the. All right, and we have another really close game here in the end on the last stock. Like, okay, but can Rivka clutch it out for the 3-0, or is Marmolada going to begin his comeback? All right. Yeah, oh. Some more spot dodge. Okay. The movement is it's really nice. Marmolada's playing really patient on the edge here. All right. And that's bummer with the chain. Worst move in the game. Maybe Peach's down B. It was so funny. Ness down B too. Yeah, that's pretty terrible. But who plays Ness, right? Except for third. Oh wow. Oh, Lucky's Marth. Not Falco or something, he'd be dead for sure. I hate that about playing Falco, man. You spot dodge, you air dodge above the ledge and you just fall right past the ledge. It's so irritating. Fall speed is too high to catch on. Like, what is it? Silly game. Wave dodge, do the ledge, and then. Yeah, just music entirely. Yeah. Yeah. Falls way too low, missing a jump. Rolls his eyes very severely there. Very annoyed with himself, I think. Yeah. Now what? But, yeah, gets the grab. He likes having him up there on that platform. It's like having like a food on your dinner plate, you know. He's just gonna kind of fuck him up. Yeah, gets him. Oh. Yeah. Here's some re-grab. Okay. Nice. Fair. That probably will be the stock. Oh, he lets it back on. Alright. God, what a tough position for Shake to be in. Yeah. Oh, he's getting just riggedy wrecked. Oh, man. Okay, gets the dash attack. Charge the needles. What's gonna happen? He's gonna shark him, gets him up in there. Yeah. Alright. Oh man, and with the, nice, Excalibur. Thundercat, that's what it is. Any sword movie, television show. What's he say, Thundercat's Ho? Yeah. The He-Man pose. Yeah. The He-Man pose. Thundercat's Ho! Is that what he says in German? Do you ever watch Thundercats? Lion-O?
it's like Tigra and Lion-O and Panthero and stuff. Yeah, some sexy, female tiger furry things. Also the men, anthropomorphic, incredibly fit cats swinging swords. Yeah. Good, nice. Last stock for a while. Yep. Tournament stock. A winner stock. Less winner stock, indeed. Yeah. He's getting kicked though. Sheik's using those little booties of hers. She's got really cool shoes, I think. They're like kind of notch shoes, they're just like socks. You know? And then she can kick really hard. She's a cool character. I remember thinking when this game came out, because this was like the first of. This was the first of like Link and Zelda and everything on GameCube. And this was the first spoiler for Secret Zelda when you didn't play. True. Ocarina of Time. Oh, true indeed, yeah. True, that's very true. Yeah. Well, you should have played Ocarina of Time, obviously. That game is awesome. Alright, all over. Well played, Rifka. His eye rolls did not stop him from winning. I roll a lot too. What is that, 3-1? Nice. GG. Rifka's on to, what is it now? Scroll up. 5 of 16 matches have been completed. Can I use this? Winner's final. Rifka in winner's finals, yeah. Well, that's what happens when there's like 6 people here. So. Throwing shade. No, nice job. Well played. He doesn't look too happy, guys. All you people at home. He's smiling kind of sheepishly, looking at his phone. Looking at the payout matrix. The payout matrix? Matrix, you mean? Or matrix? Matrix? Like the matrix? Like the mathematical thing with multiple columns and rows. Oh. How many people have been? It's school's in session. 11 euros for first place, 5 euros for second place, 3 euros for third place. So you're in the money. Euros up. Yeah. But didn't you pay 5 euros to play? No, I'm a TO. You're TO? Oh, right. Yeah, since Konali is gone, make a pure profit. Yeah, yeah. Shit. You're gonna farm us, huh? Like, can you think I come here every week and pay 5 euros just to like go 1 and 2? Like lose more than I win. I think my all-time record is like, I don't know, like 20 and 60 or something. It's like awful. Like, can't you see? You can see that on here, right? You can see that on the Glico. Glico. I'm never gonna make it onto the. Oh right, really? Glico? Glico me. That's the race. Oh, that one is broke. I think of the news are still we get kicks. Nothing. Also, like a call. Thema auf links. Dann kannst du auf einen der Überschriften klicken. Mal Rankings oder so. Also ich hab mir Arthias letztens den Bescheid hier geschickt. Ja, wurde doch auch hier. Record/League/Jedo-Test. Jedo-Test? Mach den nicht in den Chat rein. Jeder spricht Test. Ja, einfach nur testen. Mit der Sprich. Nee, einfach nur testen. Alright. Karan. Ist doch viel zu gehen. Nee, da ist Squiltendorf.
place. Who do you guys think is the best in Berlin? Squirtendorf or Karen? Squirtendorf? Or Karen. Or Karen. Have they ever played against each other? Just for activity, you gotta give it to Karen. Yeah. Most want 3-2 pew pew. Pew pew. Nice, 100%. Worst win rate. Banana marmalada. Fuck. I'm 48. 36% win rate. Yeah, oh, that's not terrible. 30, 47 matches? Loss, loss. 17 wins, 13 losses. Nah, it's okay. How many tournaments have I been to? 40, I don't know, right? 20 or something? Wenn eigentlich alle immer automatisch rein gemacht, oder? Nee, es ist automatisch. Jeez, I was. Das ist ja richtig cool. Im Horn geht immer so mit dem Masker. Oh ja, last week's missing. Nice. 55 Field. Nice. Und dann hier diese dazwischen. Achso, das war ja auch doch die mit, wo wir Leider gemacht haben, oder? Ja, das ist schon ewig lang. Da musste man ja manuell eine Matches eintragen. War richtig scheiße. Das Leider, den würde ich gerne nochmal machen, aber. Ja. Da brauchen wir so 10, 12 Leute. 10, 12 Leute und halt auch ungefähr so viel das Setup, obwohl die Hälfte vom Setup. 6 Leute. Ja. Hätte wir heute machen können, ne? Ja, ist zu spät. Kein Problem. Es macht auch Spaß, über das Turnier zu spielen. Ja, also ich habe auch, ich sag mal so, mit dem Geld ist es natürlich schön jetzt für mich, dass ich viel mache. Ich sag mal so, ich habe halt auch jahrelang eingezahlt. Ja, ja. Es ist halt ein Turniersystem, also das ist Frontloader sozusagen. Ja. Toploader. Mhm. Das sollte auch sein. Keine Homie stocks? No homie stocks. You get in your mind with that, huh? Nah, because you won that game. Because of what? Ja, aber keine Homie stocks. So, dann, selbst wenn ich dann gewinne, dann fühle ich mich immer noch schlecht. For what? 3-1. For you? Gegen Now we gotta play. Yeah. Yeah, let's go. Let's do it, let's play on stream. For the viewers, it's a pleasure. Kannst du machen? Vielleicht hast du es so gemacht. Dass dann die Wahrscheinlichkeit.
Third, wie hast du denn gegen Bob Target gespielt? Das ist dann immer abhängig davon, wie oft wir gewonnen haben gegen Bob Target. Also müssen wir nicht. Nee, verloren. Nein, verloren. Egal, wie ich das über alle drei Löschen. Ja, nein, ich hasse ihn. Ja, aber ich meine, ach doch, noch 11, da sind noch in jeder Gegend. Stimmt, natürlich. Nee. Die Wahrscheinlichkeit für. Fucking Tilt, oder? Ja, klar, aber das ist halt reingerichtet. Ich mich dann, ich sage aber, okay, Falco, Tilt, ich bin 15%. Egal, wie ich groß bin. Und der Solar. Klar, wenn man sich die Verteilung hat, dann würde ich bei 100% mehr. Hast du schon gespielt? Ja, gewonnen. Ja, ich kann gegen Banane. Dann musst du gegen Banane und Manomamo. Ja, Pikachu. Ne, der spielt Marco. Oh, Alter, was denn? Oh mein Gott, was ist denn? Oh, der Marco ist mega heftig, Mann. Dein Rusty Marco hat gut gesehen. Ich hätte mich nächstes Mal warnen, dass du mich von der Vergangenheit queuen kannst, bevor ich drei Marco spiele. Okay. Tage davor. Wenn du gewinnst, spendiere ich dir eine Kampi. Das war ein richtiges. Okay. 3-0 kommt. Nächste Woche. Okay? Ich sehe das so. Wenn die Weeklies sind alles, was wir haben, dann ist jedes Weekly ein wichtiges Video. So sehe ich das. Ja. So. Navi, wer hätte damit gerechnet? Wir beide müssen dann wohl gegeneinander gehen. Jetzt haben wir es nicht dran oder so. Ja. Aber euch beide ist es halt immer knapp. Bitte? Bei euch beiden ist es immer so knapp. Ja, ja, das ist richtig. Also das erste Semester, das wir schon ein paar nicht gemacht, das ist einfach nur relativ kompetitiv. Ja, aber das erste Semester. Das zweite Set war knapp. Die Woche war Spaß, nicht für Jahre. Es hat immer cool, es macht immer Spaß. Es ist auch immer was Cooles zu probieren. Und fürs Leben ist es ja geil. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich habe gespielt, spiele ich immer länger später, desto besser. Weil die letzte Woche nicht gespielt wegen Handschuhe. Waren alle Sinne gegen Bob Target knapp? Weil es ja zu lange gedauert hat. Nö, es war kein einziges Match knapp. Nö. Es wurde gesagt. ja, ich habe mir den Mittelhandknopf geprellt. Ich habe auch nicht so viel gespielt, aber jetzt, also gestern und heute wieder, weil es geht jetzt nur. Oh, jetzt tut's nicht mehr weh. Es ist auch nicht gleich einschränken, aber es ist einfach nur so ein leichtes Peak, wo ich denke, okay, jetzt. Ja, bei mir ist halt immer das Problem, das fühlt sich an, als ob es der Nerv ist. Ich weiß nicht, wie irgendwie diese kranken Verletzungen oder so, das Konati, wo wie vor zwei Jahren oder so, halt wochenlang Pub gespielt oder so. Ja. Ja, das hatte ich auch noch nie. Also, Handschmerzen wegen Smash hat, das hatte ich auch noch nie. Ja, ich halte den Controller wirklich sehr toll. Aber irgendwie, ja, das ist bei mir auch. Bei mir ist es halt, das war nicht wegen Smash, das war wegen meiner Hausarbeit. Hast du mit Feder geschrieben? Nee, aber mit Tastatur. Ja. Tassi hat ja seinen Bachelor geschafft. Nice. Ich war aber auch auf die Werte. Er meinte, von 9. November meinte er, dass das durch ist. Dann hatte ich also vor fast einem Jahr. Hey, September. Ach so, okay. Fuck, 9. November. Ich hätte wohl den 9. November gehabt. Also, er hat auch eine Note bekommen. Ja, ich glaube, das ist so krass. Also, so gut werde ich nicht sein. Musste gar nicht so die letzten Jahre sind die Bachelor richtig gut. Ich will jetzt nicht demotivieren, aber falls du dann mit 2 oder so kriegst. Naja, bei mir ist es eh, wenn ich bestehe oder so, werde ich eh kommen. Ja, aber es ist halt mittlerweile, die Bachelor-Noten sind halt Blockenproben, die bei 2 Plus anfangen. Das heißt, ich verschiebe sie immer weiter nach rechts. Dann hast du halt das Durchschnitt dann bei 1. Ja, ich krieg auch so oder so einen Master für den Platz. Ja, ich. Lehramt ist scheißegal. Ich muss auch, ich warte auch nur, dass die Note eingetragen wird. Ich habe mich jetzt noch auf Vorlauf beim Master. Ich weiß, dass ich was angeben, ich will nicht was. Auf 4 oder sowas, dann kannst du vielleicht schon Master einschreiben. Genau, das bin ich auch. Ich habe 4 oder so, die mir noch fehlen für den Bachelor. Also Bachelorarbeit, 2 Klausuren und eine Hausarbeit. Genau, ja. Ich muss jetzt immer nur warten, dass die Bachelor-Note, egal was hier ist, drinsteht, weil den Masterplatz habe ich ja schon. Ich bin jetzt schon Masterstudent. Ja. Dann muss ich es bei dem abgeben. Schön, die Nutzpächer in meinem Jahr.
Scheiße. Julian hat es clever gemacht. Er macht halt einfach die ganzen Module, schneidest du das mit dem Fettschlauch. Ich hab mich für ein paar Sachen angemeldet und muss dann aber fragen, denn also ich hab noch keinen Vorlauf im Master, das habe ich vorher schon eigentlich im zu machen. Da habe ich aber für ein paar Sachen halt in meinen Studienplan eingetragen für Master und dann gucke ich mich mal und frage so, also könnten Sie mir den Schein dann vielleicht unterschreiben oder den dann halt in den Semester abgeben, was muss ich alles machen. Timotchen ist online. Timotchen? Ja. Ist das ein Bayer, ja, ne? Ich glaube schon. Oh, damn! Das ist Banane. Ja, Banane gegen Ja, das ist ja genau der Bracket. Ja. Sollen wir dann schon mal auf spielen, wenn das hier, das dauert sonst ewig? Oder willst du warten? Auch richtig, ja. Okay. Wie du willst, ist mega. Ich hab mal wieder angefangen, irgendwie noch Waffen zu gucken. Ist jetzt gerade nicht Worlds? Ja. Ich würde einfach gerne die Zeit nach, weil es ist Moscow 5 da. Unicorn of Love gibt's ja wieder. Moscow 5 war schon nach meiner Zeit. War zweite und dritte Season war in Moscow 5, ne? Ja. Die waren das. Die zweite waren die krass. Ja. Und die haben nur verloren, weil die anderen einfach die ganze Zeit auf der Karte gebucht haben. Einmal. Zweifel, das heißt, es ist einmal. Aber das war gegen Moscow 5. Ja, also das war aber, das war dritte Season, oder? Oder war es zweite? Zweite. Das war zweite. Okay. Erste Season hat Fnatic gewonnen, ne? Ja. Zweite hat Time to Assassin's Creed. Gegen die Asiatische. Ja, genau. Und dann haben die ja. Obwohl, bei der Halbjahres-Ding hat der letzten ein europäisches Team gewonnen. Ja, wie gesagt, nach dem Moscow 5-Ding habe ich nicht mitbekommen. Obwohl es so mitgekriegt, dass es Faker gibt, dass der ziemlich Bordlag ist, dass man nichts mehr weiß, nicht mehr. Dieser eine supergeile von TSM, Dyrus, der Top-Laner, der war so geil. Der hat so richtig müde. Ja. Das war doch ein bisschen, dass TSM irgendwie so eine Pre-Season hatte, wo sie extrem abgegangen sind. Also irgendwie nur Off-Season, wo sie nicht mal gestreamt haben, wo die halt 10.000 Dollar Streamgeld aufgegeben wurden zu trainieren. Ja. Und sie bei Worlds in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja. Die sind ja nicht mal dabei. Die haben so lauter Independent-Turnier gewonnen, so die ganze Zeit in der Off-Season. Ja, ja. Aber ich finde es so lustig, ich habe mal so angeguckt, aus welchem Land die Spieler sind. Bei den amerikanischen Teams ist es immer zweimal aus Nordamerika. Ja, und der Rest Koreaner oder was? Nee, Europäer. Ah. Ich meine, das ist ja was hier Fußball ist. Ja. Wir spielen bei Liverpool, es gibt glaube ich ein Spieler aus Liverpool. Und dann bei den europäischen Teams nur Europäer drin. Das ist bei Warcraft ganz krass. Da gibt's ja, also das ist ja sehr viel One-on-One-Competition, da gibt es ja größtenteils im One-on-One so. Und es gibt aber auch Clan Wars so. Und da ist dann auch so. Also, da gibt es halt Nations Cup, wo dann sind Nationen, da weißt du, dass Korea oder China gewinnt, keine Frage so. Und wenn dann so irgendwelche Teams so, dann ist es wieder was anderes so. Ne? Da gibt es so ein Team, die halt so einen Carry haben aus Korea und die anderen scheiß normal haben. Der Koreaner, okay, das ging auf der Hülle, ich gewinne jetzt jede Map und gewinne so. Das wäre auch richtig geil bei StarCraft ähnlich. Ja. Das wäre auch richtig geil bei Smash. Ja, Clan Wars, so einfach Crew Battles so. Ja. Ja, aber auch länderspezifisch. Nicht EU oder so, sondern Länder. Ach so, ja. Das haben wir ja. Bei R haben wir ja immer Nation Clubs. Ja, die europäischen Nation Crew Battles sind die einzigen, die irgendwie hyped sind, weil das natürlich so offen ist. Ja. Alter, Flugsmob mit dem Comeback oder? Comeback! Und danach gibt's Brudermord, Alter. Was ist los hier? Was ist los hier? Was ist das, Draco? Ja, erstmal trinken. Schade, dass man das nicht auf dem Stream geguckt hat. Wow! Wie geht Fire? Was ist das für? Oh mein Gott, Alter, Fire hat komplett aufgegeben. Okay. I think like, ach so, nee, like, nee, der muss halt gerade nur gegen Marth spielen und der hat keinen mehr Marth. Das ist wirklich heftig, wie wir gar keinen. Ich glaube, wir haben vier Marths hier, stimmt. Ja, keiner hat hier mit Forks mehr. Ja, stimmt. Obwohl du Baumwolle. Ich spiele Forks als Alpha, also wenn die Leute keinen Bock mehr haben, Baumwolle zu spielen. Baumwolle spielt ja immer Forks. Baumwolle, ja. Michael ist auch nicht so aktiv. Marius ist nicht oft genug hier.
Khan. Khan ist wahrscheinlich inaktiver als beide zusammen. Aber er spielt immer Nettle, Michi ab. Okay. Ich hab noch nie gegen Nettle gespielt. Ich weiß nicht, ich dachte jetzt, der spielt Sheep. Ich hab noch nie gegen Nettle gespielt. Sheep ist ein anderes gutes Stichwort, es gibt keinen Sheep mehr. Juggle spielt Falken und Marv. Aber spielt jetzt mehr nach Falken. Ja. Scheiß Falken. Wie heißt der dieser Kralle? Wie heißt der mit seinem Falken? Falken Pounds. Genau, ja. Der spielt Sheep und Fox. Aber das ist auch sein. Ja. Geldjunge. Ja, Geld ja. Die sind auch zu selten. Ja, Geldjunge, die Mühe würde ich ja beide Foxen. Ja, das die Pauls. Die Gebrüder Paule. Ja, Marv ist wirklich so. Wir haben hier gerade vier Marv, das ist mein Ernst. Was ist denn von mir? Ja. Ich glaube, sie fehlt ja auch. Der Wert ja. Auf 5, das ist halb, ist auch relativ häufig. Ja, Alter, wie viele Marvs wir haben? Ja. Marv, oder? Ja. Ist auch auf Netplay, ist Marv abstand. Ne, Netplay ist es ja. Es ist auch Marvs hier. Okay, almost never met. Netplay ist halt gut für Marv wegen Random Tipper. Ja, wenn man so Latenz. Das ist auch relativ klar, warum. Mega stark, dass man Hardcore-Aufwand einsteckt, dass das Text wird. Vor allem NTSC. Das mache ich so. Das ist ja auch nicht. Das macht gegen Floaties halt voll. Ich weiß nicht. Halt diesen Down-Air-Kill zu haben, ist schon echt krass gegen Umlob oder Fleisch, die hat sonst richtig lange nicht. Oder gegen Samus. Ja, was passiert halt gerade im Zelt. Ja, irgendwie ist es mehr so. Also ich kann nicht sagen, ich sehe das Argument, aber ich müsste halt Zahlen sehen, bevor ich wirklich sage, dass es wirklich. Weil ich könnte auch jetzt gerade sagen, ja, aber Park hat halt reliable Stop nie Felsen zu ziehen. Das war mehr Tipper. Ja, aber also. Ja. Also ich sehe es sagen, ein Jahr. Du gibst auf jeden Fall ein bisschen gefährlich. Hey, hey. Was ist denn hier passiert? Alter! Ausrufezeichen Clip! Ausrufezeichen Yu-Yu Clip! Ausrufezeichen Toter Chat! Und wie war es wirklich? 3-0 für Banane? Lass mich, wir reden nicht drüber. Also Marv ist auch ein paar leichter. Ja, weil Marv fällt in NTSC vom Schein hin, was halt. Nee, Marv fällt in NTSC nicht vom Schein hin. Das ist der Trick. Ba 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 ba
kann sich auch ändern mit dem Kilo. Kann da Big Dick Energy. Aber auch oder meine Lieblingsmenü-Musik ever ist Passage von Iggy Pop. Das habe ich früher in meinem League of Legends Client als Client-Musik gemacht. Immer wenn, also wenn die Queue anfängt, dann kam das. Ich wollte eigentlich auch ändern, dass beim Intro, also dieses, wo was Mad Lords Melee Intro, Big Dick Energy Combo-Video für Dating. Das wäre so lustig. Aber ich, das ist so richtig schwer, das hier zu tun. Bei Promos Game Hype gibt es jetzt eine Änderung, da kommt jetzt Silver Stripes. Wenn immer Game 5 so hype ist, weil League of Legends gespielt. Boah, da hat einer von euch zufälligerweise wegen irgendwas mit GG gekriegt dieses Jahr. Oder Cyber Games, aber halt morgen dieses Jahr zum ersten Mal in 5 Jahren oder so wieder. Und die haben da halt so einen eigenen Filmstoff. Und der ist halt so krass dumm, cheesy, wie hier die schlimmste Kombination aus asiatischer Kultur und Gaming-Kultur vorstellen kann. Das Lied war dann so Synthi-Balladen. Piep, 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 piep. Und dann singt diese weibliche Vocalstimme. We are the game. The world shall be gay. Und das ist in 30 Sekunden einfach so. Das ist kein richtiges Lied. Oder? Das hört einfach auf und fängt wieder von vorne an. Und es läuft halt nach jedem Match für 5 Minuten während der Werbung. So. Sorry, ich bin nicht. Ja, die sehen halt super ähnlich aus. Ne? Zwillinge oder sowas. Ja. Mein Buff Target hat auch letztens Falco gespielt. Wirklich? Ja. Oh. Oh mein Gott. Das ist halt noch gut. Vielleicht hat sich die auch einfach verwechselt. Against for 2 weeks or so against Sabot. Oh, was the friendly, I think. I thought it was Bracket. Yeah. Whoa! Fluxmob musst du. Du musst gegen Fluxmob spielen. Was? Gegen Fluxmob. Ne, ich bin Banane. Ah ne, achso. Ich muss warten, bis es Wurde, ist das schon passiert? Ne, das ist ja gerade im Vorbei gewesen. Banane, ich wollte kämpfen. Team Vsauce. Oh, grüner Sheik? Thank you.
so nee. Two.
Alright. There's literally nobody watching. Like, nothing's happening. How's the game's been? Peach. Angel of Light. Angel of Light. That's an, that's somebody in the chat. Hello, Angel. It's a bot. Oh, you mean like some spam thing? Some analytic thing. Oh, I see. Yep, this is super close. It's so hard. Alright, got a little bit of life. I think that might be it though. Down smash 53 quick percent. Oh, 78. It's not even 5 seconds. Oh, and he SDs basically. Jeez, Peach. He had like 85% with like less than 5 seconds. That's crazy. Yeah. Alright, now what? Yeah, it gets kicked twice. Riffy's gotta recover his mental state. He's really pissed off about that. Yeah, Riffy. Come on, Riffy. You got this. Go on, Rifka. Oh, getting tossed. Getting tossed now. Yeah, okay. Turnips out. Kicked. Oh, nice. Yeah, man. Super harsh. That kind of brings Rifka back into this after just getting totally annihilated on his first stock on his way to an SD. Alright. Now, what's gonna happen? What's gonna happen in this game? Let's see. He's gonna kick him. Bouncing, yeah. Alright. Alright. He's so fast with the Nair out of shield. Yeah, his Nair out of shield is the same. Yeah. Is he gonna walk around? He's walking around! Get him! No, don't do it. I think Sheik has a bad throw. I think the Rifka told me that. Nice! Beating up on little Mr. Saturn. This game's all even, man. Alright. Yep. A friend of mine told me that Earthbound is an amazing game. Never played it. Any SDs again? He's not happy about that. No one's really happy about that, really. Yeah. Getting slapped. Getting slapped. Oh, and the dash dash. The dash dash is real. Alright, and that's it. Two stocks. 3-1.
Now it's buff target versus flux mob. By the way, I'm about to play Buff Target on stream. Flux Mafia is my brother. The only reason I'm going to lose is because I'm seriously hungover. That's premature chance. Thank you.
Come on.
Alter.
Segment machen. Was gegen noch kalt? Es guckt jemand zu. Nein. Boah. Subscribe. Ofis. Hey, Ofis, was geht? Für Banane, etwa? Was ist denn hier los? Achso. OMG Banane, warum Marv? Hey, Ofis, komm klar. Der ist sick. Ist halt sein bester Charakter. Sein bester von drei Charakteren. Oh. See you, Jedo. See you, Jedo. Also, gegen wen möchtest du spielen? Ich habe sehr lange nicht gegen Banane gespielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch was wird. Schau, wie gut Rivka ist. Hast du nicht gegen Jimmy? Nee, da habe ich gegen Bob Target. Auf Target war vierter, Banane war dritter, sieht so. Oh, ist es das? Ah. Meinst du, Banane ist ein bisschen gierig mit diesen F-Smashes? Mit rotem Sheik. Vielleicht möchte er das Erbe Lumas ehren? Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Nee, das ist du sein. Ah. Fuego, fuego, Julio. Nee, ja, nee. Mit solchen Edgeguard versuchen wird das garantiert nichts. Du meinst, der geht Yoshis? Ach, das ist. Ah, ist immer zu leise. Scheiße. Oh ja, das ist es, die NTSC-Scheiße. Und es steht 2-0 für Rivka, den Profi. Rivka. Also, sie ist Yoshi, ja, wie veranschlagt. Aber das Ding ist, ich würde wahrscheinlich an seiner Stelle lieber FD gehen, also Matchup-mäßig, aber... Das Ding ist, dass er ein bisschen lahm ist und Rivka ihm sehr leicht davongekommen ist auf FD, sodass er die ganze Zeit halt Rivka jagen musste, weißt du? Und da hat Rivka dann eben die Oberhand gewonnen immer. Vor allem vorhin gegen Bob Target hat er auch einmal auf FD gewonnen, obwohl es sein Counterpick war. Ah. Und hier musst du Sheik halt nicht so viel rumjagen, weil deine Hitboxen treffen ja schon einiges. Von Haus aus. Diese Stage ist sehr ein klein. Ein F-Smash und dann ist das schon fast tot. Ja. Das ist halt auch so, wie gesagt, ist halt sehr klein Backflow. Alles. Und du bist nicht. Nee, Backflow ist da. Nee, Rivka ist zu klug dafür, der wird nicht gegimmickt hier. Ist für Jedo. Ist Jedo. Oh, nicer Airdodge, nicer Drift dann. Oh, hallo. Am Marv zieht so ein bisschen zurück bei der F-Smash. Oh. Oh, kein Tipper. Okay, alles klar. Und wieder falsch rum. Oh. Diesmal hat Rivka aber nicht antizipiert, dass... Oh, wie schade, ey. Aber war, glaube ich, nicht so gut, oder? Ne, auf keinen Fall. Er hat halt verloren dadurch, also er hat 60% nur gehabt. Der Stock war noch lange nicht fällig. Oh, keine Get-Up Attack. Oh, aber diese Down Smash, das muss Rivka ein bisschen öfter machen. Nick macht das richtig gut, Alter. Der covert so oft einfach so... so Ground Options vom Gegner mit einer Down Smash. Oh.
Kann gut sein, dass Nick zu oft Down Smash macht, aber dann, also wenn er zu oft macht, dann macht Rivka zu wenig und dann muss man den Middle Ground finden, weil ich finde, also ich finde es von Nick teilweise, also er kommt halt aus Situationen raus, in denen Rivka halt einfach gewichst wird, so, weil Nick einfach diese Down Smash macht, so, weißt du, das natürlich da. Oh ja, stimmt, das ist Tournament Stock. Oh Jesus Maria. Jesus Christoph. Oh. Damn, okay. Ja, das ist es noch nicht. Oh, wow, 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 wow. Okay. Die beiden gehen verrückt. Okay, alles klar, letzter Stock für beide. Aber es ist halt ein sehr, ich wollte gerade sagen, es ist ein Grab so und dann könnte es das sein, aber nice getaggt, nice die Eye auf die Plattform und dann tagged. Wo du gegen Rivka gespielt hast, war auch lustig, wo du versuchst das mit dem Parasol. Achso, ja. Thank you.
dann hör ich weiter reden. Spürt man einfach nicht, wie man es in der Hand zerstört. Das ist halt am besten immer zum Ausspielen. Ja, aber was soll, ich hatte mal genau dasselbe, dann war ich ein bisschen nass gegangen. Ja, mein Ding, keine Ahnung, hier mit dem Problem. Wenn es halt wirklich Nerven und dann kannst du auch die Nerven runtergehen. Ja, das sind aber nicht Nerven. Ich glaube, das ist diese Verbindung von den Muskeln an die Knochen. Weil es tut immer weh, wenn ich anspanne. Wenn ich so einen verkrampften Anspann. Okay.